Ein wunderschön, herzlich willkommen hier auf meinem Yannick Vlog TV Kanal und Let's Play und Studio TV. Heute habe ich eine sehr, sehr, sehr besondere Sache. Das ist nicht erstmal nur das Auspacken, später gibt es ein Unboxing, das kommt nächste Woche. Dann hole ich mal das gute Teil. Oh Leute, der ist mir ein bisschen zu schwer und ja, hier könnt ihr es nochmal genau sehen. Was ist denn das? Oh Gott. Einmal hinlegen. Geht das? Ja, was ist denn da drin? Ja, ihr seht hier schon Perektor. Ja, Premium Service habe ich auch noch dazu. Aber wir packen das Ganze mal aus. Und dann lasse ich euch mal ein bisschen darüber erzählen, was ist das überhaupt? Und wie kam ich eigentlich überhaupt auf diesen PC? Weil es gibt noch tausend andere Sachen. Aber so, erstmal hier die zwei Öffnungen aufmachen. Dann hier die eine Öffnung nach oben. Dann die andere nach vorne. So, dann opa, zeige ich es euch. Schaut echt bei mir einmal so aus. So, ja. So, hier ist erstmal ein dann Lana. Keine Ahnung. Box. So, jetzt hole ich das andere einmal raus. Und Leute, ist nicht ganz einfach. Alter Schwede. Seht ihr mich noch? Oh je. Hab ich mich sehr versteckt. Muss ich. Und dann ist hier noch ein kleines Zettlein. Und dann ist der Karton leider auch schon leer. Uppa. So, die Verpackung möchte ich noch behalten. Lege ich das dann mal hier hin. Am besten vielleicht auch die richtige Seite. Das wäre gut für euch und auch für mich. So, ich packe erstmal hier dieses wunderschöne Kästlein aus. Alles so in Schwarz. Das ist sehr, sehr schön verpackt, muss ich sagen. Ja. So, schauen wir doch einfach mal rein. Einmal eine Bedienungsanleitung. Okay. Ja, braucht man immer. Einfach Informationen. Ja. Produktbuch, Kursanleitung. Ja, okay. Jetzt schauen wir erstmal da rein. So. Natürlich andersherum auch. So. Und da kommt es schon entgegen. Da ist einmal ein Netzteil. So, passt. Ja, ein ganz normaler Stecker und ja, Netzteil. Okay, kommt erstmal auch weg. So, dann mache ich hier mal diese schöne Polsterung da ab. So.
Ja, ich sag euch, das Ding ist nicht ganz reich. Ja, wiegt schon ein bisschen was. Hilfe. So, ich drehe das alles noch einmal um. Und dann brauche ich kurz einen Cut. Bin in 2 Sekunden wieder da. So, ich bin wieder da. Und mach das Ganze mal auf. Dann vorsichtig. So, Siegel ist gebrochen. Jetzt ist das offiziell schon meins. Ja, auch schon. So, Stille. Woo! Alter Schwede. Alter Schwede! Wow! Leute, ich mag das überhaupt nicht berühren. So, nehme ich es hier einfach mal vorsichtig raus. Und das ist immer noch schwer. Alter Schwede! Wow, 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 wow. Lade ich dazu ein. Dann. So. Tue ich erstmal hier die Folie darunter machen. Weil ich kann das hier echt nicht sehen. Okay. Oh, Leute. Es ist echt wunderbar verpackt, wie das sein soll. So. Halleluja. So, hören wir erstmal kurz auf und sprechen wir erstmal kurz. Ja, das Laptop habe ich selber von meinem Geld bezahlt. Insgesamt hat das mich 1294 Euro gekostet. Es ist keine Werbung, ich habe das komplett selber bezahlt. Paar Grundinformationen. Der Laptop hat 2 Terabyte HHD und 512 Gigabyte SSD, 16 Gigabyte RAM. Ist einfach für Schnitt und Co. Ist das geeignet. Und ich habe einfach, ja, hatte vorher einen anderen im Blick, aber dann kam der mir in Augenschein und dann habe ich gedacht, für so wenig Geld, so einen guten Rechner, den muss ich haben. Darum habe ich auch dafür, für den, ja, über 3 Monate gespart. Und er muss sich sehen lassen. Ich finde ihn schön blau. Leute, der Laptop muss nochmal um 180 Grad gedreht werden. Und ja, hier habe ich es. So, machen wir das dann mal kurz auf. Dann seht ihr.
Damit lässt er in Zukunft spielen. Damit lässt er wirklich spielen. Hat eine 1050 Grafikkarte eingebaut, wurde da. Der i7 und ist seit 2014 der Tech-Sieger Computerhersteller erster Platz. Das muss man sich auch nochmal in den Kopf gehen. Hat ein Full HD Display, ein 7,3 Zoll Größe. Und ja, da lässt sich, glaube ich, in Zukunft echt gut auch unterwegs schneiden und was machen. Ja. Und soweit ich weiß, leuchten die Tastatur auch nochmal beleuchtet. Das ist auch nochmal ein schöner Vorteil. Ja. Der Laptop ist nicht mehr viel zu erhalten. Das war echt kompliziert, ihn zu bekommen, weil ich da ein paar Schwierigkeiten. Zum einen, ja, wo ich ihn gesehen habe, hatte er dann 12 Wochen Lieferzeit, dann auch einmal 6 und 7 Tage. Das war ein paar Tage später. Dann war das nur noch 1 bis 2 Tage. Dann war der online überhaupt nicht verwendbar. Der war weg. Auch in Fachmarkt war der auch nicht mehr da. So. Dann habe ich nach dem Seminar bin ich mit einem Kollegen dann zum dann um nachzufragen, ob das klappen würde, pipapo. Dann haben wir irgendwie soweit angestellt. Ja, die hat leider keinen erreicht in Hamburg und Co. Dann haben wir selber nochmal in der Computerabteilung München angerufen. Dann hat der wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen gedauert. Dann habe ich nochmal bei unseren dann in Hamburg angerufen, aber wir als Kunden können echt leider nicht holen, sondern der Markt selber muss das Gerät bestellen und dann habe ich dann zufällig gesehen, dass der Laptop auf dem Markt verfügbar war. Und ich habe keine Sekunde gezögert, sondern sofort kaufen in Online-Shop, in den Markt zu bestellen. So, da hat dann auch der Club 1-2 Tage Lieferzeit. Perfekt. So, dann musste ich noch mal ein bisschen warten, bis ich meinen Lohn bekam. So dass ich jetzt komplett hatte, diese 1.300 Euro. Und auf das ist nicht ganz wenig Geld. Das sind, ja, 3 Monate Gelder sind darauf einfach raufgeflossen. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen und jetzt heute dem 13.08.2019 habe ich ihn mir beim Markt abgeholt. Und ja, das war's. Nächste Woche tue ich euch ein bisschen der PC hochfahren, anboxen, ja, und euch noch einen schönen Tag. Bis bald.